Herzlich willkommen zum heutigen Mittwort. Schön, dass du dabei bist. Seit einigen Wochen singe ich hier in Hasefeld bei den Good News Singers mit. Der Gospelchor, der sich jeden Donnerstagabend hier im Gemeindehaus um 20 Uhr trifft. Eine wunderbare Geschichte, muss ich sagen. Eine Geschichte, wo ich einfach denke, wow, es macht so viel Freude zu singen. Es macht so viel Spaß, mit diesen Menschen zusammen sein. Es macht so viel Spaß, bei diesen Proben dabei zu sein. Wir haben einen Chorleiter, der es einfach versteht, die Menschen zu begeistern für Gospel. Wir haben einen Pianisten dabei, der einfach wunderbar Klavier spielen kann. Und es macht richtig, richtig viel Freude, dabei zu sein. Ich mache das einfach, weil ich Lust habe, mal wieder zu singen. Ich möchte einfach mit Menschen zusammen singen. Und ja, so bin ich in diesen Gospelchor gegangen. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, dazu zu kommen. Jeden Donnerstag, 20 Uhr im Gemeindehaus sind die Proben. Männer werden auf jeden Fall sehr, sehr gerne genommen. Frauen natürlich auch. So, dass die Stimmen alle gut besetzt werden. Wir singen Gospel, eine wunderbare Geschichte. Ja, Gospel, die Lieder im Grunde von Menschen, die, ja, wie soll man sagen, die doch ziemlich viel Heftiges in ihrem Leben erlebt haben, die gefangen waren, die als Sklaven arbeiten mussten auf den Feldern, die geschlagen und gepeinigt wurden, Menschen, die irgendwie in ja, absoluter Unfreiheit gelebt haben. Diese Menschen haben Gods Gospels erfunden, gesungen und es sind Lieder, ja, sie wirken sehr fröhlich, sehr beschwingend, aber haben auch immer eine, wie nennt man das so schön, im musikalischen Sinne, ja, auch schwere, mütige Art und Weise. Die Musiker wissen, was ich meine. Ich habe da jetzt den Fachbegriff nicht für. Aber so eine Schwere in den Liedern drin, obwohl sie immer sehr beschwingt sind. Und Gospel ja, singt im Grunde ja auch immer von Freiheit. Freiheit, einer Freiheit, die man so nicht haben kann, weil man gerade in Gefangenschaft lebt. Aber diese Gospels träumen davon, frei zu sein, in den Gedanken, vielleicht aber auch irgendwann in einer Freiheit leben. Und diese Gospels weisen am Ende dann auch immer auf Gott hin. Und das finde ich spannend. Sie weisen auf Gott hin, weil diese Menschen für sich erkannt haben, Gott kann mir so eine Freiheit schenken, die ich jetzt gerade körperlich nicht haben kann. Gott schenkt mir eine Freiheit, die ich brauche, um irgendwie weiterleben zu können. Gott schenkt mir eine Freiheit. Ich habe mich gefragt, sind wir eigentlich heute frei? Es ist ja nicht nur ein Thema von den Menschen, die damals auf den Feldern gearbeitet haben, sondern auch von uns. Sind wir eigentlich frei? Man könnte sagen, ja klar, wir leben in einer Demokratie und dementsprechend sind wir frei. Ja, könnte man so sagen. Aber auch diese Demokratie ist brüchig und man sieht es ja immer wieder an allen Ecken und Kanten, dass es Menschen gibt, die anscheinend diese Demokratie gar nicht so wollen. Ich möchte aber gar nicht jetzt politisch werden, sondern ich möchte dich ganz persönlich fragen, hast du den Eindruck, dass du frei bist? Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Schön, dass du das für dich sagen kannst. Es gibt aber viele Menschen, die haben ihr Päckchen zu tragen. Und diese Päckchen sind manchmal ganz schöne Packen. Und gar nicht mal so sehr Kleinigkeiten, sondern große Dinge. Und wenn ich mich umschaue und umhöre, dann sind es doch unheimlich viele Menschen, die irgendwie so ein Päckchen zu tragen haben. Die vielleicht in gewissen Zwängen sogar leben. Die in gewissen Süchten leben. Die irgendwie so das Gefühl haben, hier bin ich gefangen. Hier komme ich nicht raus. Ich muss immer den Haushalt machen, damit es schön sauber ist. Das muss immer alles sauber sein. Ich muss mir immer die Hände waschen. Ich kann überhaupt nicht mehr ohne Alkohol. Ja, solche Zwänge gibt es. Und Menschen laufen mit diesen Zwängen rum. Wo ist dein Ort der Freiheit? Wo findest du ihn? Hast du schon mal überlegt,
dass das, was dich gefangen nimmt, dich so sehr einschränkt, dass du gar nicht mehr von Freiheit denken kannst? Ich möchte dich einladen, mal darüber nachzudenken, was wäre, wenn du einen Ort finden würdest, der dich frei macht. Ich möchte dich einladen, mal darüber nachzudenken, was wäre, wenn Gott dir diesen Ort bieten kann. Wenn du wirklich mal überlegst, was macht dich frei? Im christlichen Glauben, da finde ich diese Freiheit. Da finde ich diese Freiheit im Denken, im Fühlen, im Handeln. Da finde ich diese Freiheit, ein Leben zusammen mit Gott zu gestalten. Ich finde die Freiheit, mein Leben wirklich so zu gestalten, dass ich auch das Gefühl haben kann, ich muss das nicht haben, diese Enge, diese Ängste, diese Zwänge. Ich muss das nicht haben. Ich kann mich frei machen davon, weil da jemand ist, der mir wirklich einen Ort der Freiheit schenkt. Diesen Ort der Freiheit, den wir bei Gott finden können, ist ein Ort, an dem es uns gut gehen soll. Gott hat mir versprochen, mit mir zusammen durch mein Leben zu gehen. Gott hat mir versprochen, den Weg meines Lebens mit ihm gemeinsam zu gehen. Und er möchte mich begleiten, er möchte an meiner Seite sein. Er möchte Schwierigkeiten mit mir zusammen durchstehen, er möchte mit mir lachen, er möchte mit mir weinen. Er schenkt mir Freiheit. Ich glaube ganz fest daran und singe immer wieder die Lieder von Freiheit, dass Gott mir diesen Ort wirklich schenkt. Diesen Ort der Freiheit, an dem ich mich sicher fühlen kann. Das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung im Leben, dass Gott mir diesen Ort der Freiheit wirklich geben kann. Es befreit mich, diese Hoffnung von den Ängsten, dass ich irgendwann einmal sterben werde. Ja, das werde ich. Aber es befreit mich von dieser Angst, dass es wirklich mal so sein wird. Weil ich weiß oder ich hoffe einfach ganz stark, dass Gott mir dann diesen Ort der Freiheit schenkt. Und jetzt auch schon kann ich diesen Ort spüren. Ich kann jetzt schon einen Ort der Freiheit genießen. Schon allein dadurch, dass ich mit Gott in Kontakt trete. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich donnerstags zum Singen gehe. Ich freue mich jedes Mal darüber, diese Lieder von Freiheit zu singen, weil sie mich animieren dazu, auch wirklich nochmal darüber nachzudenken, was mich einschränkt, was mich beschränkt, was mich ja einfach gefangen hält. Ich hoffe, dass du auch einen Ort der Freiheit für dich findest und dass du vielleicht Gott für dich entdeckst, der dir diesen Ort schenkt. Gott gibt dir Freiheit. Gott schenkt dir das Leben. Und als Geschenk kannst du es annehmen. Und als Geschenk darfst du auch wirklich dich darüber freuen, dass das, was Gott dir gibt, gut ist. Ein Ort der Freiheit, der schon hier auf dieser Erde ist, mit Gott an der Seite. Ich wünsche dir eine befreite Woche. Eine Woche, wo du spüren kannst, ich bin frei. Du bist frei. Gehe befreit durch dein Leben. Du schaffst das. Du kannst das. Und du kannst frei in Hoffnung leben. Amen.